gemacht, Leute. Kleine Pause. Hilf mir mal, KP. Ich brauche einen guten Aufmacher. Was fragst du mich da? Du bist doch der geborene Reporter. Oh, Mann. Okay, okay, Jungs. Eine Frage. Wer von euch darf am Wochenende spielen, obwohl er in einem Fach durchfallen wird? Jetzt mal ehrlich. Ihr seht mir eigentlich nicht so wie die großen Leuchten aus. Na, das wird ein Artikel. Ein Footballteam, in dem nur nette, tolle Typen sind, die in allen Fächern ein Kracher sind. Oh. Hey. Hallo, Brick. Super schicke Klamotten. Danke. Es, kneift auch nicht. Weißt du, ich finde das ehrlich gesagt ganz schön toll, was du so machst. Ach, die Welt retten ist doch ein Picknick im Park. Ich meine diese Buchstabengeschichte bei euren Anfeuerungsrufen, das ist voll C-O-O-L. das heißt doch cool, oder? Was guckst du mich so an? Was soll das? Ich hab die Oberknüller-Story. Ich werde dich nämlich interviewen. Die Kim Possible. Seit wann steht eigentlich ein Die vor meinem Namen? Und Kim? Ich muss darauf bestehen, von dir die ungeschminkte Wahrheit zu erfahren. Heute Abend seht ihr eine extreme Teenagerin, die sich ganz allein in die Wälder hineinwagt. Ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne menschlichen Kontakt. An einen Bären gefesselt. Und diese Teenagerin bin ich. Und ich bin Freaky. Na, wenigstens hat der Bär was zu essen. Und jetzt wird Adrenalin die Frage beantworten, die sich die ganze Nation stellt. Was wird sie als nächstes tun? Ich dachte, du bist hier, weil du mich interviewen willst. In der Werbepause. Habt ihr Chips am Start? Als nächstes werden Adrenalin und der Bär fischen. Es geht um Leben und Tod. Kim! Ach, diese Sendung ist eine bekloppte Vergeudung von Satellitenfrequenzen. Ja, du sagst es. Außerdem nehme ich die ja auf Video auf. Irgendwann tut sich noch mal jemand richtig was, weil er versucht, die Stunts nachzumachen. Hey, mal sehen, ob wir uns im Zoo in den Bärenkäfig reinschleichen können. So wie Adrenalin. Cool. Hier, setze das Steak auf. Super cool. Priminger. Willst du das zulassen? Der Zoo ist doch schon längst geschlossen. Also los, dann wollen wir mal unser ungeschminktes Interview hinter uns bringen. Gut. Du bist du, wie ist das so? Die Einschaltquoten plus, Erlös aus Fanartikeln plus. Mhm. Anzahl der Unfälle von Nachahmern plus. Aber Sie sehen meine Sendung. Ist doch nicht mein Problem, wenn die kleinen Blödmänner nicht aufpassen. Vielleicht kapieren die nicht, dass deine Stunts nur gefaked sind. Ist doch Wurst. Jetzt ist wichtig, dass der nächste Stunt noch eine größere Nummer wird, wenn wir oben bleiben wollen. Noch extremer. Zum Beispiel? Ich dachte an einen Bungee-Sprung. Freaky!